Ja, herzlich willkommen zum Champions League Halbfinale Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Das ist hier die erste Hinrunde. Wir spielen hier in Dortmund gegen Real. Und das Spiel gestern war ja die Bayern gegen Barcelona. Und wollen mal gucken, was heute am Mittwoch, den 24. Ja, 24. um 20.45 Uhr. Dort der BVB dann bringen tut. Wir spielen von links nach rechts, von gelb nach lila oder was das auch immer für eine Kackenfarbe sein soll. Und da schon die erste Chance für die BVBler, die hier schon mal sehr gut ins Spiel kommen. Und ja, Real lässt sich so ein bisschen Zeit. Ah, Weidenfeller hat den Ball. Oh, schönes Ding. Pepe dran gewesen, aber auch ein Błażejkowski kann spielen. Nein! Was war das denn schon wieder? Wieso? Scheiß FIFA, Alter, Mann. Oh! Da nochmal Chance gewesen. Aber Kassier stand da richtig. Oh. Dann hat es da einfach nicht ausgereicht. Oh. Weidenfeller kann hier alles gerade noch gerade rücken. Du kannst mit der Chance, Alter Junge. Und jetzt Lewandowski nochmal mit der Chance. Mann, ey, das geht ja hier so richtig, richtig gut los. Die Russen voll in Schuss und da die Chance und er trifft nur die Latte. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Wunderschöne Ecke. Und ich glaube, Subotic war das gewesen, der da eigentlich richtig gut gezielt hat, aber da war er ein wenig overpowered. Oh, was macht Reus da? Und, oh, beinahe hätte der Matrilene da das Eigentor fabriziert, aber da geht das Ding dann halt doch nur. Ja. Was jetzt? Ja, Foulspiel an uns. Mats Hummels mit der Chance, aber Casillas ist halt einfach top. Ja, der hält halt auch die Beine fest und was ist hier doch, was ist hier nur los? Das war, glaube ich, jetzt nicht so gedacht. Schießt mir einfach mal rauf und los! Das geht doch wohl nicht, ey. Was ist denn da los? Was geht denn verkehrt bei euch? Kontrau kann sich da denn gut durchsetzen. Zieh jetzt mit der Chance und oh, ja, was für ein Hammer-Schuss hier drauf. Das hier hat richtig gut zu tun. Hier kommt eine Kopfball-Ecke und ein Bombenschuss nacheinander, aber er hält den Kasten sauber und er hält dafür auch seine Mannschaft weiter.
Und weiter geht's hier. Wenn er mit einem wunderschönen, aber Xabi Alonso wehrt das Ding nur ab und wieder Ecke hier für den BVB. Und irgendwann muss es doch mal Rums machen. Das geht doch wohl nicht. Und Garcias hechtet dahin, als ob er in Hollywood dafür geschauspielert hätte. Oh, wunderbar hatten sich Piszczek da gegen Benzema durchsetzen kann. Und aber den hat Weidenfeller perfekt im Griff. Ah. Und konnte unser super Lewandowski nicht mehr kriegen. Ja, was das jetzt gewesen sein soll von den Madrilenen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube mal, das war so dieser kränkliche Versuch, ja auch noch kurz vor der Halbzeit irgendwas gebacken zu bekommen. Und da ist nochmal der Schuss, aber es ist wieder nichts. Auch wenn der versucht es hier nochmal und nochmal Ecke. Laschikowski und mit der Chance, aber der geht ja Meilen weiter rüber. Und so gehen wir erstmal mit einem 0:0 in die Halbzeit und sehen uns gleich wieder in der zweiten Halbzeit. Ja, herzlich willkommen wieder zur zweiten Halbzeit. Und weiß ja nicht, wieso es jetzt hier so lange gedauert hat. Aber das Götze, also Götze wirklich, da stand doch keine. Ja. So. Ben, er dachte einfach, schieß mal drauf, aber Sergio Ramos stand da einfach klar im Weg und wo wir aufgehört haben mit den Ecken. Oh, Blaschikowski, wieso hast du ihn dir nicht erst richtig zu Fuß genommen? Zu Fuß genommen. Richtig auf den Fuß gesetzt. Ja, Foul von Khedira. Und Reus kommt da zum Schuss und... Aber was war das schon wieder in diesem ganzen Gedrängel? Die Madrilen. Ja, das war abseits, warte. Was? Also, den jetzt habe ich nicht ganz verstanden. Wieso ist, oh, da, Missverständnis. Oh, Beine auch schon wieder. Oh, Schmelzer kann da gerade nur noch zur Ecke und jetzt mal, ich glaube, die erste Ecke auf der Borussenseite. Oh, sehr schön, aber Bender konnte ihn da nicht richtig annehmen. Da ist er vom Pech verfolgt. Ah, dann gibt es jetzt hier doch noch den Freistoß für Real. Hier die Chance. Ja, und da ist sie drinnen. Da wurden sie geschweckt. In der 66. Minute macht der BVB hier den Kasten richtig schön nackig. Gerade noch ein bisschen schwerfällig, würde ich sagen.
Wir gehen jetzt hier mal von der starken Offensiv. So. Ah, das hat nicht so gut ausgesehen. Und Blaschikowski jetzt mit dem Bombenschuss, aber auch diesmal verzieht er leider nur. Ich mit der Chance und was für ein Ding, Alter. Was für ein Bomber. Marco Reus. Keine Chance für Cassia. Und der war unhaltbar. Der kam doch hier mit 300.000 km/h an. Gucken wir uns das nochmal an. Und bam, oben ins linke obere Eck. Ja, das sieht schon mal gut aus. Für die Jungs in Gelb. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Sauerei? Da sind die Madrilen ja auch schon wieder da. Sie können ja doch noch Tore machen. Sie sehen, wie dieses Wirrwarr, das sie dann doch noch ausgenutzt haben. Und ja, schon steht es nur noch 2:1. Boah, ganz böses Foul hier. Und du kannst noch mal mit der Chance, aber was war denn das? Das war doch nichts jetzt hier, Mr. Gündogan. So, jetzt nochmal. Aber Cassia war da draußen und... Da sind sie wieder zurück. Benzema macht in den letzten paar Minuten noch schnell das 2:2. Man kann es kaum glauben, was hier abgeht. Wahnsinn. Wie sich hier die Madrilenen dann doch noch zu Wort melden. Ja. Oh. Schieß den doch mal weg, ey. Was war denn das jetzt, bitte schön? Ja? Und Reus! Reus macht das Ding in der 90. Minute sicher für den BVB zum 2:3. Nein, was sage ich? Zum 3:2. Mario Götze steht da richtig schön frei, wird gesehen. Und schwuppdiwupp balanciert er das Ding richtig nochmal schön rein. Jetzt müssen aber die schwarz-gelben Hummeln aufpassen, dass sie sich da nicht noch einen reinzimmern lassen. Abseits? Jetzt echt, Alter?
Das gibt's doch nicht! Das ist doch wohl echt der ultimative Wahnsinn! Am Ende geht das wirklich noch hier zum 3:3 aus und... Alter Schwede, ich bin ja fassungslos und was für ein Granatenspiel, und da warten wir dann auf jeden Fall mal auf die Rückrunde, wie das noch ausgeht. Und ja, das war's von mir hier erstmal aus der BVB Arena. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wann immer ihr das Video seht. Bis dann, euer Mr. Jo Zocker. Ciao, ciao.